Kürzlich habe ich mein Abitur gemacht und bin im Grunde genommen ein ganz normaler Mensch. Nach der Schule ist man praktisch Hobbyrentner. Ich arbeite quasi für mich alleine und bin so mein eigener Chef. In der vielen Freizeit, die mir dadurch gegeben ist, entwickle ich ständig neue Sportarten, zumal der Fußball ja auch in die Jahre gekommen ist. Und es ständig innovativer und neuer Sportarten bedarf. Meine Vorstellung von einer vernünftigen Sportart ist, dass sie herausfordert. Sportarten, die das nicht tun, sind eben keine. Deshalb haben wir Extreme Nordic Walking kreiert. Man nehme eine Landkarte und zeichne eine Strecke mit einem Lineal durch ein ausgewähltes Gebiet. Danach laufe man die Strecke, ohne einem Hindernis auszuweichen. Wer am schnellsten den gezeichneten Parcours bewältigt, gewinnt. Dabei wird gerannt, geklettert oder überstiegen, gerobbt, gekrochen und so weiter.